Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Hier, Darth Vader ist auch da. In wenigen Monaten kommt Star Wars 9 in die Kinos und ich hoffe, ich bete, ich flehe, dass es ein guter Film werden wird. Je mehr ich über den achten Teil nachdenke, desto mehr Wut steigt in mir auf. Nun warten wir es ab. Und bis The Rise of Skywalker im Dezember 2019 in die Kinos kommt, schaue ich mir das Art-of-Buch des siebten Teils an. Ich habe hier die deutsche Ausgabe des Panini-Buchs von Star Wars, Das Erwachen der Macht. Und normalerweise habe ich ja meine englischen Bücher, aber hier habe ich mal zur deutschen Ausgabe gegriffen. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Star Wars 7, hier, war für mich ein guter Film. Ein Wiedersehen mit Freunden. Eine Art Klassentreffen. Und so lese ich auch dieses Buch, dieses Art-of-Buch. Beim Durchblättern war mir klar, welch großartige Saga es in den nächsten Teilen eigentlich werden könnte. Aber Disney hat es vergeigt. Als ich dieses Buch, als ich den Band zum ersten Mal durchblätterte, erkannte ich allerdings auch die Symbole des Nationalsozialismus hier. Im Buch wird als Vorlage des Kreativen die Olympischen Spiele im Dritten Reich angegeben. Naja, wer sich ein bisschen auskennt, sieht die wirkliche Vorlage, nämlich die Parteitage der Nationalsozialisten in Nürnberg. Schaut euch das doch mal an. Das ist doch eindeutig Leni Riefenstahl. Die Bilder wirken eindrucksvoll, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das Imperium im Film ist böse, ja, aber ein Vergleich zu den Nationalsozialisten ist mir dann doch zu heftig. Dennoch wusste Leni Riefenstahl, wie ihre Bilder wirken. J.J. Abrams sagte neulich in einem Interview, er werde die Ideen von Star Wars 7 in Star Wars 9 aufnehmen. Gegebenenfalls meinte er auch, Star Wars 8 zu überspringen. Egal, was es heißt. Für mich bedeutet es, die Konzeptzeichnungen von Star Wars 7 genauer anzuschauen. Vielleicht erkenne ich dann im Dezember 2019 beim Kinostart von Skywalker gewisse Parallelen. Im Moment ist es ja nur noch ein Herumstochern im Nebel und ein Warten, dass es losgeht. Ich habe mir vor Jahren die Zeichnungen von Ralph McQuarrie, Star Wars Arts, erworben und stelle im Vergleich zum vorliegenden Band fest, welches Genie der Ralph eigentlich war. Ohne ihn hätte George Lucas und Krieg der Sterne es nie gegeben. Bei den neuen Büchern fehlt mir eine gewisse Linie. Die Ideen der Zeichner sind gut, sogar sehr gut, aber die klare Linie, die vermisse ich. Obwohl es natürlich wie immer einen Supervisor gibt. J.J. Abrams gab es vor, dass das Design nicht die Story überdecken sollte. Ich finde, bei Erwachen der Macht ist dies gelungen, weil es ja im Grunde auch ein Familienfest war. Nun, wir wissen alle, Han Solo hat ins Gras gebissen, aber die neuen Figuren waren interessant. Teil 8 machte dann alles kaputt. Warten wir es ab. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und wir beten, dass Star Wars gut wird.